Aber hier wird er ja wohl sein, oder was? Achilles! Ich will es! Wo bist du? Du blöde Kuh! Nein! Du dumme Sau! Oje, oje! Kein Achilles unterwegs! Wer bist du? Wer treibt sich herum auf meinem Lande? Kommt schon her, ihr kleine Bande! Madame Capilli, bitte verzeihen Sie. Einen Weg zum Tempel in die Wolken suchen wir. Bin keine Madame, keine Sie. Ihr hör nicht zu den Stadt Capilli. Hör nicht auf die Minzefresser, vertrau nur mir. Hast du die mal gefragt, warum schmeckt sie kalt? Die sagen's nicht, aber ich hab'n Verdacht. Danke für die Warnung, doch muss ich gehen. Warte, ich seh, du hast Okuli mitgebracht. Ich geb dir welche. Willst du dir schützen? Hier ein kleiner Tipp, er könnte dir nützen. Zu mächtigeren Vereinen kannst du sie. Probier's aus. Find heraus, wie. Du kannst sie auch schenken, wem du vertraust. Zu teilen würde ich dir empfehlen. Nur raus hier, junger Hüpfer. Mehr werde ich eh nicht erzählen. Dankeschön. Ist aber sehr freundlich. Und hier haben wir wieder einer dieser Schreine. Ist das ein Schrein oder dergleichen? Vielleicht dient er als eine Art Zeichen. Ja, definitiv. Wir müssen die Schreine wahrscheinlich bald aktivieren. Auf irgendeine Weise, auf irgendeine Art. So leicht lasse ich mich doch nicht abschießen. Erst recht nicht von irgendwelchen Spinnenviechern. Da habe ich schon eine Kiste gesehen. Beschleunigungselixier. Und hier oben ist ein Riese. Greif jetzt nicht zu, mein Freund. Kitzelt dich auch nicht. Sehr gut. Aber wo ist Achilles? Ich suche immer noch Achilles. Eine Stadt. Wir müssen nur über diese Kuppe steigen. Die Bewohner werden uns den Weg schon zeigen. Oh, von Mäusen und Magna. Kapitel 6. Machen wir alles später. Erst waren wir in der Stadt der Raben, jetzt sind wir in der Stadt der Mäuse. Vielleicht können sich die Mäuse auch nicht so lange nicht mit uns unterhalten, bis wir sie zurückverwandelt haben. Trotzdem suche ich noch Achilles. Wo ist meine Lieblingssau? Ah ja, spuck du nur. Können wir hier lang laufen? Nee, geht nicht. Aber nur wegen der Spinne? Hier unten rumzudallern, das ist ja albern. Was ist das? Hinauf in die Stadt der Bolmus Populi. Rechts in Mathildes Wald. Das wird aber ein ganz schöner Krampf, dann nachher die ganze Zeit hin und her zu laufen. Gut, dass wir die Karte haben, auf der wir uns wahrscheinlich hin und her porten können. Und dennoch, uns fehlt eine Sau. Der Achilles, ganz genau. Kein Achilles da, den muss ich wahrscheinlich wieder privat suchen. Und wenn ich ihn gefunden habe, dann schalte ich einfach ein. So, hallihallo. Um des Profits willen kann man sterben, doch möchte ich lieber um Maid Margarete werben. Gibt's was Neues vom Börsenparkett? Der Kursabsturz ist fast komplett. Der Wechselkurs macht mir wieder Sorgen. Man sollte heutzutage nichts mehr borgen. Aber sonst geht's euch gut, ja? Verschlossen. Oh. Wieder was Schönes. Auf ein Wort. Ich glaube, er möchte mit uns sprechen. Er hat auch ein Ausrufezeichen auf sich. Aber die Kiste nehmen wir trotzdem noch mit. Und wir können hier sogar rein. Und da können wir auch rein. Aber das wird wahrscheinlich Teil des Auftrags sein, den er für uns hat. Wolmus, entschuldigt die Störung, aber eure Hilfe ist vonnöten. Ist es ein Drache? Hat euer Kinder gefressen?
Hat er eure Kinder gefressen? Sollen wir ihn töten? Aber nein, so kostspielig ist es nicht. Ich habe nur dieses Haus erworben, erst neulich. Es muss geputzt werden, vom Keller bis hinauf zum Boden. Doch ein paar kleine Tiere im Keller sind unerfreulich. Könntet ihr einen Ehrenmann davon befreien? Großer Ruhm wird eure Belohnung sein. Die Tür dürfte nun aufgesperrt sein. Geht nur direkt hinein. Seht ihr? Gut, dass wir das vorher angenommen haben. Zack. So, rein da. Uiuiui, er hat aber einen komischen Keller. Wer erwirbt denn bitte so etwas? Das nehmen wir mit. Wir haben so viel Zeug. Was bist du? Du siehst nicht geheuer aus. Okay, geschliffener Saphir. Dich holen wir von hinten. Gut, dass wir unseren Zauberer dabei haben. Handeln. Hieb auf alle. Ich muss durch den Monsun. Sehr gut gemacht. Und der Monsun geht auf die Spinne. 175. Sehr gut. Glühender Schnitt. Oh, die machen ganz schön Schaden. Ja, ausgerechnet auf Aurora, aber sie ist zum Glück ausgewichen. Diesmal geht der Monsun auf den da. Sehr gut, die Spinne ist schon mal weg. Und du auch. Oder zumindest unterbrochen. Na also, geht doch. So, Hieb auf alle. Monsun auf die Spinne. Sehr gut, verwundbar durch Wasser, handeln. Hieb auf, nee, mach mal normalen Hieb auf Ina. Uah. Schnell wieder zurück und Monsun. Er muss durch den Monsun. Aha, der hält doch mehr aus, als ich gedacht hätte. 4500 Erfahrungspunkte, damit wieder Stufenanstiege. Apropos, meine Güte, wir können ja noch so viele Leute aufwerten. Das machen wir jetzt einfach mal. Wie reizend, ein Karnevalsclown. Noch nicht, aber ich gehe zum Zirkus, um dort zu leben. Und wie stark bist du? Ich wette, du könntest eine echte Dame hochheben. Zeig mir eine und ich mache einen Test. Einen Versuch, ihr müsst ihr vergeben. Naja gut, wenn das das Einzige ist, worüber sie sich aufregen, die Ausdrucksweise. Egal. So, Aurora, du bekommst jetzt erstmal auch ganz viel aufgestuft. Unter anderem natürlich auch die Stärke. Auch unsere gute Rubella darf sich jetzt einen neuen Weg aussuchen. Mehr Leben ist unten, mehr Stärke oben. Schutz vor Leid. Schutz vor Leid. Was ist das? Überrumpeln besser. Nehmen wir. Okay. Unser Zauberer macht seinen Weg erst einmal zu Ende. So, dann kann er bald auf den nächsten Weg gehen. Du bekommst noch 13 weitere Fertigkeiten. Und dann kannst du hoffentlich auch mal zuschlagen. Verteidigung, Magieresistenz, Verteidigung, Einlullen stärker, Einlullen, nö. Ich brauche irgendwas Besseres. Unaufhaltsam schützt einen anvisierten Verbündeten 4 Runden lang vor Unterbrechungen. Mann, das ist natürlich schick. Aber sie hat keinen einzigen Angriff. Was ist das da? Versteinern, nee, nee. Nehmen wir das erstmal. So. Ups. Das war ein bisschen doll. Okay, sehr gut. Unser Steinmann. Steinmann hat bloß 2, nee, der hat 3 Wege. Aber immerhin, regenerieren. Regeneriert 3 Runden lang 15 LP pro Runde. Ach so. Ja gut, das sind 45 Punkte. Wenn er Rubella in der Gruppe hat, müsste das eigentlich auch so gehen.
Paralyse, ein Hammerangriff, der mit der Chance von 10% eine anvisierte dunkle Kreatur 4 Sekunden lang paralysiert. Jetzt ist die Frage, hier geht er mehr auf Stärke, bekommt den Schock mit dazu. Hier ist Zerschmettern stärker. Das machen wir. So. Gott. Dann ist der Weg bald durch. Tja, Aurora. Und du bist schon bei deinem zweiten Weg bei und hast schon fast die Hälfte. Sehr gut. Halt, einer hat seine Fertigkeiten noch nicht aufgebraucht. Das war Nora. Die hat jetzt den kompletten Weg gelernt. Okuli, Inventar. Und dann gucken wir mal gleich bei den Verteidigungswerten, wen wir da noch weiter aufstufen. Rubella in Not fehlt noch. Hilft, damit Rubella ihren Bruder aufspürt, zum Zirkus in der Ebene, dieser nahe uns führt. Machen wir. Achilles Odyssee müssen wir noch machen und Bolmus Hölle. Von allen Plagegeistern musst du den Keller befreien. Da sind wir ja jetzt gerade bei. Aber mehr gibt's nicht. Das sind so die einzigen Dinge, die wir zu tun haben. Perfekt. Das finde ich gut. Okay. Autsch. Warum sollen wir das Haus reinigen? Der feine Herr hat uns ausgetrickst. Ja. Autsch. Ach, falsch rum eingesammelt, Dreck. Aber das werden wir besser machen jetzt hier. Ja, sehr gut. Lebenspunkte für uns. Okay. Den holen wir uns von hinten oder auch nicht. Den halten wir mal kurz auf. Dann heißt es... Was ist das? Lichtstrahl. Das können wir mal ausprobieren. Und du machst Monsun auf ihn. Viel Erfolg, meine Lieben. Wunderbar. Schade. Hat nicht so viel gebracht, aber wir haben es wenigstens mal gesehen. Ja, Wachstum. Monsun auf den da. Unterbrochen, das habe ich mir gedacht. Hieb auf alle. Und den Monsun auf ihn. Ausgewichen. Sehr gut. Halt ihn auf. Autsch. Alles kein Problem. Wir sind, glaube ich, sogar noch vor ihm dran. Mach mal einen Hieb auf alle. Und du machst den Monsun diesmal auf den Steinmann. Sehr gut. Nö. Oh, er war gerade so noch vorher dran. Ausgezeichnet. Geklappt. 3500 Erfahrungspunkte. Stufenanstieg für Steinmann und für Nora und für Rubella. Meine Güte. Hier geht was ab. Oh, wie fabelhaft. Ein Golem. Kann man ihn rumkommandieren, Mann aus Stein? Bring uns in die nächste Stadt. Ich bin nur ein Fels. Gehen müsst ihr schon allein. Ja, man merkt, dass ich viel am Stück gespielt habe. So langsam lässt sich auch das Lesen nicht mehr ganz so verleugnen hier, dass das nicht ganz klappt. Ach, jetzt muss ich außenrum, ja? Pass auf, dann bleibst du da oben. Okay. Autsch. Oh, gerade so. Wow, das war knapp. Aber wir haben es geschafft. Und wir sind jetzt hier. Sehr gut. Eine neue Kiste für uns. Und wir sind durch. Aber wo sind wir? Wunderbar. Jetzt sind wir schon wieder hier. Nee. Irgendwo muss hier noch ein Boss sein. Ein Monster, das wir aufhalten sollen. Aha. Was ist dort drin? Der Tod und ein paar Spinnen.
glaube, die haben uns überrascht. Wer sind denn die Spinnen? Hier sind doch gar keine Spinnen. Oh, Monsun, alle. Ja, ausgezeichnet. Hieb auf alle. Nun müssen wir den Stein aufhalten. Hat nicht ganz geklappt. Der Hammer auf unseren Zauberer, das ist nicht schlimm. Wir können warten. Kontert. Oh oh. Monsun auf alle. Und dann halten wir den da auf. Warum immer auf meinen Zauberer? Dreck. So wird das nie was. Einer muss weg. Hieb auf alle. Monsun auf alle. Hieb auf alle. Bitte. Ja, genau. Wachstum ist perfekt. Dann können wir nämlich auf alle Monsun machen. Los. Roms, Bombs, aus die Maus. Sehr schön. Der Stein ist schon mal weg. Der andere auch. Du bist der Letzte, der noch übrig ist. Einen Angriff lasse ich dir noch durchgehen. Und danach ist Schluss. Jetzt sind nämlich die anderen beiden dran. Jo, sehr gut. Aber er ist noch nicht kaputt. Dann hieb auf ihn. Mach meinetwegen nochmal einen Monsun, kommst eh nicht mehr dran. Das war's. Stufenanstieg für unseren Magier und für Nora. Neue Fertigkeitenpunkte. Aber wir sollten uns langsam wieder regenerieren. Komm mal her. Kannst du uns heilen? Ja, kannst du. Das geht also auch, während wir nicht gerade im Kampf sitzen. Okay. Aber dennoch, wir sind noch nicht durch. Wir müssen jetzt hier noch einmal beibleiben. Sehr gut.